Manderfeld um 1900. Das Leben der Menschen auf dem Lande ist von Armut und harter Arbeit geprägt und oft fehlt es an der notwendigen Hygiene. In den umliegenden Dörfern und Weilern herrscht eine tückische Typhusepidemie, die zahlreiche Menschen dahinrafft. Typhus war eigentlich eine Infektionskrankheit, meistens verursacht durch eine Salmonelle. Und diese Salmonelle war die Salmonella typhi oder paratyphi. Und diese Krankheit führte zu sehr schwerer Diarrhoe mit Verschlechterung des Allgemeinzustandes. Und dabei wurden die Leute apathisch, schwerst krank, kaum noch ansprechbar. Und daher stammt der Name Typhus. Auf dem Lande werden die Menschen noch nicht ärztlich versorgt und so werden Krankheiten oft mit herkömmlichen Hausmitteln auskuriert. Gegen Typhus ist allerdings kein Kraut gewachsen. Nach der Epidemie von 1900 wird eine behördliche Untersuchung durchgeführt, um die Ursachen der Krankheit herauszufinden. 1903 beschließt die Gemeinde Manderfeld den Bau einer Wasserleitung, doch erst 1909 wird sie fertiggestellt. Ein großer Fortschritt, denn endlich kann die Typhusgefahr gebannt werden. Der damalige Bürgermeister Eduard Sieberath wartet jedoch nicht, bis die Wasserleitung fertiggestellt ist, um die Epidemie zu bekämpfen. Schon 1903 nimmt er Kontakt zum Malmedia-Landrat Kaufmann auf und unterbreitet ihm den Plan zum Bau eines Krankenhauses in seiner Gemeinde. Erst die Schriftstellerin Clara Fiebig aus Trier macht das arme und abgelegene Eifelland durch ihre Romane Kinder der Eifel, Das Weiberdorf oder Das Kreuz im Fenn in ganz Deutschland bekannt. Clara Fiebig fühlt sich gerade den Menschen in der Eifel besonders verbunden. Für Clara Fiebig gibt es verschiedene Bezugspunkte zur Eifel. Der erste ist ihre Geburtsstadt Trier. Trier liegt ja am Rand der Südeifel und im Alter bis zu 8 Jahren hat Clara dann eben ihre Kindheit dort verbracht und sie hat eben Land und Eifel auch kennengelernt. Weil sich die Schriftstellerin zu dieser Zeit in der Eifel aufhält, nutzt Landrat Kaufmann die Gunst der Stunde, um sie für seinen Plan zum Bau eines neuen Krankenhauses zu gewinnen. Schwerer gedankenvoll fuhr ich wieder den langen, ermüdenden Weg zurück. Bei jedem Stoß des Wagens auf rumpligen, schlechten Karrenwegen gab es mir einen Stoß ins Herz. Ich wollte ja so gerne helfen, aber wie? Da war es wiederum der gütige Vater des Kreises, der Landrat Kaufmann in Malmedy, der mir die glückliche Idee eingab, nein, nicht betteln, sondern in novellistischer Form. Denn etwas Belletristisches wird ja vom Publikum immer gelesen, die Aufmerksamkeit anregen. Und siehe da, es gelang. Die Kölnische Zeitung hat die Skizze auf dem Rosengarten abgedruckt und es regnete Gaben. Bürgermeister Sieberath, der sich unermüdlich für den Bau des Krankenhauses einsetzt, kann schließlich durch weitere Haussammlungen und Kollekten 50.000 Mark zusammenbringen. Einige Tausender kommen durch das Engagement Clara Fiebigs hinzu. So spendet sie unter anderem das Honorar, das sie für ihre Novelle erhalten hat. In kirchlicher und in ziviler Hinsicht werden nun die Weichen für den Betrieb des Krankenhauses gestellt. Im August 1907 genehmigt der Kölner Erzbischof Fischer den Schwestern vom Heiligen Geist in Koblenz-Marienhof die Eröffnung einer Zweigniederlassung in Manderfeld. Endlich sollen Patienten eine angemessene Pflege erhalten. Bereits im Januar 1908 kann Landrat von Korff der Generaloberin in Koblenz die ministerielle Zustimmung zum Betrieb eines Krankenhauses sowie einer Kinderbewahrschule und einer Handarbeitsschule mitteilen. Im Frühjahr des Jahres 1908 herrscht reger Betrieb auf dem Manderfelder Deißelgarten, als der Unternehmer Nikolaus Husch aus Olzheim mit seinen Arbeitern anrückt und mit dem Bau des Krankenhauses beginnt. Bei der Bevölkerung stößt das Vorhaben eher auf Skepsis und Ablehnung. Und auch der Gemeinderat weigert sich, die Folgekosten des Krankenhauses zu übernehmen.
Bürgermeister Seberath ist es nicht mehr vergönnt, die Fertigstellung des Baus zu erleben. Im Dezember 1908 stirbt er. Sein Nachfolger, Bürgermeister Esser, sucht und findet in Pfarrer Burmacher einen Verbündeten. Beiden gelingt es, den Gemeinderat zu überzeugen, das Haus in die Trägerschaft der Gemeinde zu übernehmen. Am 1. Juli 1909 ist es dann soweit. Der Neubau wird durch Pfarrer Burmacher eingesegnet und vier Schwestern von der Genossenschaft der Schwestern vom Heiligen Geist aus Koblenz beziehen das Haus. Sie eröffnen ebenfalls einen Kindergarten sowie einen Näh- und Kochkurs für junge Mädchen. Zunächst stehen 20 Betten im Haus zur Verfügung. Während des Ersten Weltkrieges wird diese Zahl auf 50 erhöht. Mit dem Vertrag von Versailles kommt unser Gebiet 1919 zu Belgien. Und das hat zur Folge, dass die deutschen Schwestern das Krankenhaus nicht mehr in der bisherigen Form weiterführen dürfen. Entnervt durch die monatelangen Schikanen mit der Balzia-Behörde in Malmedy, teilt Generaloberin Mutter Rosa im März 1925 den Rückzug der Schwestern aus Manderfeld mit. Nicht alle Schwestern kehren in ihr Mutterhaus nach Koblenz zurück. Ein Teil von ihnen findet im benachbarten Au ein neues Wirkungsfeld. Der Pastor Wawa aus Au war der Beichtvater der Manderfelder Schwestern. Die neue Grenze ist für Pastor Wawa aber kein Hindernis. Über den Ort verschneit geht er regelmäßig zu Fuß nach Manderfeld, um den Schwestern die Beichte abzunehmen. Dabei trifft er an der Grenze auf einen Zöllner. Und hatte keinen Passierschein und keinen Pass und nichts. Und hat einen Zöllner, ich weiß nicht, ob es ein Deutscher oder ein Belgischer war, hat ihn jedenfalls angehalten. Wo gehen Sie denn hin? Nach Manderfeld, sagt er. Ich muss den Nönchen bestehen. Und da hat er gesagt, ja, wieso? Sie müssen einen Pass haben. Nö, ich bin immer gegangen, brauche keinen Pass. Und sagte der Zöllner, in Manderfeld oder in Belgien gibt es da auch Pastüre. Warum ausgerechnet Sie? Ja, die haben mich ausgesucht. Das gibt's doch nicht. Warum denn ausgerechnet Sie? Sagt er, Namen an den Arm. Ich muss Ihnen was sagen, weil ich der Schönste bin. In Manderfeld übernimmt 1925 das Justizministerium das Haus und richtet eine Anstalt für psychisch kranke Menschen ein. Nach energischem Protest der Gemeinde wird aber diese Einrichtung nach nur einem Jahr wieder geschlossen. Nun steht das Haus leer und die Bemühungen, wieder Schwestern nach Manderfeld zu holen, scheitern zunächst an der neuen Grenzlage. Pfarrer Cornelius Reisdorf setzt sich unermüdlich dafür ein, dass wieder Ordensfrauen nach Manderfeld kommen. Schließlich sind seine Bemühungen erfolgreich und die Schwestern des Augustinerinnenordens übernehmen das Haus in Manderfeld. Der Orden war schon in St. Vith als Gesellschaft nach belgischem Recht tätig. Unter Leitung von Schwester Brigida treffen drei Schwestern im April 1930 per Lastwagen in Manderfeld ein. Sofort beginnen sie mit den Renovierungsarbeiten im Haus. Sie stellen es unter den Schutz der thüringischen Heiligen Elisabeth, ein Name, den das Haus bis heute beibehalten hat.